Wenn jemand, der kein Parkour macht, Parkour im Internet sieht, Videos anschaut, dann denkt er erstmal, boah, super gefährliche Sportart, Risikosportart, würde ich nie machen. Ich finde, jemand, der kein Parkour macht, der lebt gefährlich. Weil jemand, der kein Parkour macht, der hat es nicht gelernt, sich in der Umgebung zu bewegen, der setzt sich auch nie irgendwie mit einer Gefahrensituation auseinander. Und ich finde, eine Gefahr ist dann schlimm oder ist dann wirklich gefährlich für den Körper, wenn man sie nicht kennt. Und im Parkour ist eigentlich der Haupttrainingsinhalt, geht darum, seinen eigenen Körper kennenzulernen, Gefahren zu erkennen und einfach Risiken richtig einzuschätzen. Das lernt man im Parkour. Also ich mache den Sport auch nicht, weil ich irgendwie besser sein möchte als jemand anders, wie in Wettkampfsportarten, sondern es geht darum, dass ich wirklich einfach für mich den Sport mache, dass ich selber trainiere, dass ich dabei gesund bleibe, Spaß habe und einfach vorankomme. Man kann Parkour eigentlich gar nicht so irgendwie als Sportart begrenzen. Es ist für mich eigentlich auch mehr, es ist eine Art und Weise, Sport zu machen. Ja, das heißt, von dem, was man eigentlich macht, von den Bewegungen her, ist es ja im Prinzip menschliche Fortbewegung. Da gehört sehr viel mit rein. Da sind sicherlich Elemente aus der Leichtathletik, aus dem Turnen, aus allem Möglichen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt konkrete Menge an Bewegungen gibt und die muss man lernen, sondern es geht wirklich darum, einfach seinen Körper in der Umgebung vielseitig und kreativ zu bewegen und Hindernisse zu bewältigen. Parkour ist auch teilweise was Natürliches. Das hat zum Beispiel mal Ryan Doyle sehr schön formuliert gehabt. Er wurde irgendwie öfters gefragt, ja, Ryan, wann hast du denn angefangen mit Parkour? Und dann hat er immer gefragt, ja, wann habt ihr aufgehört? Klar, es geht auch darum, dass die Stadt für dich zurückeroberst, wo einfach feste Wege vorgegeben werden, wo du zu gehen hast, weil einfach sämtlicher Grund irgendwem gehört. Ist quasi auch eine Art Protest, dass du einfach dir nichts vorschreiben lassen möchtest, dass du dich frei bewegen möchtest und in dem Sinne die Umgebung für dich zurückeroberst. Die Natur hat auch keinem gehört. Was mir auffällt, was mir immer aufgefallen ist, dass viele Leute gerade in der Großstadt einfach von der Zeit gedrängt werden. Viele sind einfach nur, haben irgendwie ein Ziel und gehen wirklich mit so einem Tunnelblick durch. Irgendwie, ja, oh, noch 5 Minuten zur S-Bahn. Zack, nur noch geradeaus und alles von sich wirklich abtrennen, für sich allein sein. Viele rennen zum Beispiel mit Kopfhörern rum, was ich auch gut verstehen kann, wenn man irgendwie jetzt mal einen coolen Track hat oder sowas und sich den anhören möchte. Aber ich versuche eigentlich immer da im Gegensatz zu vielen Leuten irgendwie einfach offener durch die Stadt zu laufen und wirklich mir auch die Stadt mal anzugucken und zu schauen, okay, wie ist sie denn überhaupt gebaut? Was sehe ich denn hier? Ich entdecke wirklich jedes Mal neue Sachen, die mir wirklich auffallen und denke mir immer so, Wie konnte ich überhaupt die ganzen Jahre lang da vorbeilaufen und das mir nie aufgefallen ist? Wenn man Parkour macht, dann wird man wieder Mensch. Also das Wesen, was wir eigentlich sind, was wir eigentlich schon immer auch gemacht haben, sich in der Umgebung zu bewegen, neue Wege zu entdecken, neue Wege zu finden. Und es ist ja so, in der heutigen Gesellschaft sind eigentlich Wege ganz klar vorgeschrieben. Also es gibt Treppen, die Treppen geht man ganz normal hoch. Es gibt irgendwie eine Mauer, man geht neben der Mauer entlang, einen Weg entlang. Wege sind klar definiert. Und ich glaube, das macht den Menschen auch irgendwie unglücklich, weil es ist die Art und Weise, wie man sich fortbewegt. Und wenn man dann Parkour macht, 1-2 Monate, und man erkennt neue Hindernisse und sieht überall Möglichkeiten, sich zu bewegen, anstatt irgendwie Abgrenzungen und klare Wege, die man gehen muss. Ja, man kann eine Treppe anders nutzen, man kann eine Mauer anders nutzen. Und das ist einfach, ich glaube, das ist deswegen, glaube ich, warum Parkour auch so gesund ist. Nicht nur für den Körper, sondern eben auch für den Geist. Weil man wieder dahin zurückkommt, was eigentlich in jedem ist.